Denkseiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des ersten Gleichwertigkeitsberichtes der Bundesregierung. Dazu begrüße ich den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und den Vizekanzler Robert Habeck. Und ich begrüße die Bundesministerin des Innen und für Heimat, Nancy Faeser, sowie Elga Bartsch, die Abteilungsleiterin Wirtschaftspolitik im BMWK. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Minister, Sie haben das erste Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich mit einem Dank anfangen. Erst einmal an Nancy Faeser und ihr Haus und die Kollegen von BMI für die Zusammenarbeit und die Zulieferung. Vor allem an all diejenigen, die diesen Bericht geschrieben haben. Ich will einmal herausheben, dass ich diesen Bericht für wirklich bedeutsam halte. Sie haben gesehen, dass er in der Farbe des Auslandstrikots der Nationalmannschaft gehalten ist. Bewusst. Aber über die europäische, über das Fußballturnier hinaus sicherlich Lektürestoff für die Sommerferien hat, wenn man sich die ganzen Grafiken und Daten einmal zu Gemüte führt. Ich halte das wirklich für ein entscheidendes Kompendium für die Frage, wie es Deutschland geht, und sicherlich auch eine gute Grundlage zu diskutieren, wo wir gesellschaftlichen Nachbesserungsbedarf bzw. politischen Handlungsbedarf haben, um zu verstehen, was vielleicht die materielle Grundlage, aber auch die Wahrnehmungsgrundlage von Menschen ist, wenn sie auf ihre Zeit und ihr Land schauen. Der Bericht ist deswegen auch wichtig, jetzt eher technisch gesprochen, um die Maßnahmen und die Förderprogramme, die wir als Bundesregierung vorhaben, genau zu kalibrieren. Wir haben 19 verschiedene Förderprogramme in 7 verschiedenen Häusern, die in den verschiedenen Bereichen der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse unterwegs sind, mit über die letzten 10 Jahre 155.000 verschiedenen Fördermaßnahmen. Und es wäre wirklich schlecht, wenn diese Programme ungenau da wären, sondern sie müssen schon den Auftrag, den sie haben, erfüllen. Deswegen ist dieser Bericht auch ein Monitoring der eigenen Arbeit. Dieser Bericht hat außerdem eine zweite Besonderheit. Wir werden sie gleich noch länger und genauer erläutern. Wir gucken uns nicht nur die Daten an, sondern wir fragen auch die Menschen in den Regionen, wie ihre Selbstwahrnehmung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sind. Und da gibt es erstaunliche Ergebnisse. Also, dieser Bericht ist der erste seiner Art und ich glaube in mehrfacher Hinsicht ein bedeutender Bericht und ein wichtiger Bericht. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann man erst einmal festhalten, dass die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse insgesamt sich in Deutschland verbessert. Insgesamt heißt, ich gehe gleich nochmal darauf ein, dass es entlang von verschiedenen Strukturdaten natürlich auch auseinanderklaffende Bewegungen gibt und die sollten uns Sorge machen bzw. Handlungsauftrag sein, aber insgesamt verbessern sich die Daten. Sie kennen das Spiel, ich habe das manchmal mitgebracht, um das größer zu zeigen. Sie sehen hier die Entwicklung der Wirtschaftskraft der Jahre 12 bis 21. Hier links Kreise mit höchster Wirtschaftskraft, hier rechts Kreise mit geringerer Wirtschaftskraft. Und Sie sehen, dass der Zuwachs der wirtschaftlichen Kraft in den Kreisen, die gut aufgestellt sind, geringer ist als bei den Kreisen, die geringfügigere Wirtschaftskraft haben. Das heißt also, und der Unterschied ist relevant, das sind 8 Prozentpunkte Wachstum in 10 Jahren gegenüber den Kreisen, die Nachholbedarf haben, die also nicht so stark sind wie die schon strukturstarken Kreise, gegenüber den eigentlich gut aufgestellten Kreisen. Das heißt, beim Indikator Wirtschaftskraft sehen wir insgesamt eine Gleichheit der Bewegung. Das unterscheidet sich dann nochmal genauer, wenn man sich die ländlichen Regionen, also dünn besiedelt, städtisch, kommt 5 Stück insgesamt, dünn besiedelt, städtisch und großstädtisch anschaut. Sie sehen, dass die dünn besiedelten Regionen, die ja gemeinhin als wirtschaftlich schwächer gelten, einen höheren Zuwachs haben, 28%, als der städtische Raum, 21%, und der städtische Raum gegenüber den Großstädten, wo man ja immer davon ausgeht, dass da eigentlich die höchste Dynamik ist, gleichzieht. Also auch der etwas genauere Blick zwischen Landkreisen in den städtischen und ländlichen Raum einzugehen, zeigt, dass es dort eine Gleichheit gibt. Wenn man das noch einmal weiter über anschaut, auf die, nein, das mache ich gleich später, lassen Sie mich
Ja, das kommt dann gleich zu den Problemen, die wir noch zu bewältigen haben. Wenn man sich also anschaut, wie sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bezogen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse darstellt, so haben wir gesehen, dass die Entwicklung gleicher wird, besser wird. Also die klafft nicht auseinander, sondern die Schere schließt sich. Nun muss man dazu sagen, dass Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ja kein abgeschlossener Begriff ist, sondern der politischen Interpretation offen steht. Wir haben in diesem Fall so gearbeitet, dass wir 40 Indikatoren genommen haben und diese 38 Indikatoren genommen haben und diese 38 Indikatoren dann jeweils geprüft und abgefragt haben. Von diesen 38 Indikatoren sagen 27, die Lebensverhältnisse werden gleichwertiger. Bei 4 ist das Ergebnis nicht eindeutig, bei 7 geht es runter. Und bei den 7 geht es runter, ist vor allem eine Entwicklung, wie soll ich sagen, herausfordernd und besorgniserregend für die Zukunft. Das ist der demografische Wandel. Das ist die Grafik, die ich eben hochgehalten habe. Wir haben das Land ja in Förderkulissen eingeteilt, also entlang der Struktur Stärke oder Schwäche. Und C ist die Förderkulisse mit den größten Aufholbedarfen. Und Sie sehen, dass in der Förderkulisse C, das ist der hier, die Bevölkerungsprognose bis 45 zeigt, dass es um -7% runtergeht. In den Fördergebiet D geht es ein bisschen nach oben und da, wo kein Fördergebiet ist, also wo die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gut ist oder die Wirtschaftskraft gut ist, geht es deutlich nach oben. Wir sehen also, dass wenn wir nicht dagegen anarbeiten, trotz der allgemeinen Gleichheit, die sich herstellt, für die Zukunft eine nicht unerhebliche Aufgabe da ist, weil die Konzentration um die Zentren herum der Bevölkerung wird insgesamt immer stärker. Wir haben dann letztens, und das ist der, will ich sagen, besondere Teil dieser Studie, nicht nur die allgemeinen Ergebnisse uns angeschaut, sondern die Menschen gefragt, wie nehmt ihr denn die Gleichwertigkeit wahr? Wir haben das so gemacht, dass über anonymisierte Daten der Post, also das BMWK weiß nicht, wer da gefragt wurde, Fragen gestellt wurden in Interviews. Insgesamt sind über 31.000 Interviews eingeflossen in den Bericht. Es wurden noch mehr Interviews geführt, aber man musste sozusagen den Datensatz ja so stabil haben, dass man sie auch nutzen oder vergleichen konnte. Und wir haben das jetzt beispielhaft, Sie werden aber in dem Gleichwertigkeitsbericht x andere Darstellungen noch finden, einmal durchgespielt bei der Kinderbetreuung von unter Dreijährigen. Auf der grünen Seite sehen Sie die objektiven Daten der Kinderbetreuung. Also je dunkelgrüner, desto besser die Kinderbetreuung. Auf der rechten Seite, bei den blauen, sehen Sie die Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung. Und da gibt es doch durchaus signifikante Unterschiede. Ich fange mal im Kleinen zum Großen an. Die Kinderbetreuung hier oben, wo ich wohne, zwischen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland, ist gleich. Die Wahrnehmung ist in Schleswig-Flensburg deutlich höher. Die Leute sind zufrieden, in Nordfriesland unzufriedener. Wenn Sie sich das für den Osten anschauen, also Ost gegen West, die sehen, dass die Kinderbetreuung in den 5 ostdeutschen Bundesländern top ist, bestes Niveau hat. Die Zufriedenheit ist auch ganz gut ausgeprägt, also deutlich höher als in den meisten Regionen im Westen. Aber hier an der Ostflanke des Ostens hat sie abgenommen. Und umgekehrt ist es, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel den südwestdeutschen Raum angucken oder südostdeutschen Raum, Sie sehen, dass die Kinderbetreuung in diesen beiden Bundesländern nicht so dolle ist. Aber die Zufriedenheit ist entgegen der Daten deutlich höher. Also die Bayern sind zufriedener mit ihrer Kinderbetreuung, obwohl sie eine ziemlich schwach ausgebaute Betreuungsinfrastruktur haben. Das heißt, die Lage ist manchmal so, wir sagen ja manchmal, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Das stimmt für einen Teil und manchmal ist die Stimmung aber auch besser als die Lage. Und das erzählt natürlich etwas über die Dynamik, die wir bei der Diskussion um Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse haben. Es ist eben ein politischer Begriff, der sich entlang von Indikatoren fassen lässt, der aber viel mit der Wertigkeit von einzelnen Indikatoren im Gesamtkontext, aber auch mit der Wahrnehmung oder mit dem Gespräch darüber hat. Jetzt letzte Folie, und dann bin ich auch durch und würde an die Kollegin Faeser übergeben.
Wir haben, damit habe ich angefangen, auch ermittelt, wie treffgenau die Förderprogramme sind, die wir haben. Ich sagte schon, es sind insgesamt 19 Programme, 9 davon sind in meinem Ministerium und sie sollen natürlich in die strukturschwächeren Räume gehen, also da, wo die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ein Arbeitsauftrag ist. Und man muss sagen, dass die Zielgenauigkeit, ich würde fast sagen, erstaunlich hoch ist. Als große Bestätigung der Arbeit nicht nur dieser Bundesregierung, sondern auch der letzten Bundesregierung. Sie sehen es hier, der Programmtitel für alle die 19 Programme, die Fördermittel, die pro Einwohner in die Region gegangen sind. Und Sie sehen, dass diese relativ deckungsgleich ist mit den tatsächlich zu fördernden Gebieten. Der politische Auftrag wurde schon in der Legislaturperiode, also besser zu werden, schon umgesetzt. Ich will es exemplarisch sagen, bei der GRW-Förderung, die ist in meinem Haus einer der größten Programmtitel, gebaut für die strukturschwächeren Regionen. Die Förderkulisse wurde bisher in der Großen Koalition so festgelegt, dass um die Fördergebiete herum ein Radius von 50 Kilometern geschlagen wurde. Und der war dann sozusagen einfach gegeben und fix. Wir haben, das ist jetzt aber schon anderthalb Jahre her oder zwei Jahre her, dieses Verständnis dynamisiert, sodass wir es ermöglicht haben, auch lokale Wertschöpfungsketten zu fördern, also auch Unternehmen oder Regionen in die Förderung reinzunehmen, die, obwohl sie außerhalb von 50 Kilometer Radien waren, für die Region mehr Wertschöpfung bedeuten, wenn die Kreisläufe, die Wirtschaftsbeziehungen stimmten. Und ein zweites Beispiel will ich kurz nennen. Wir haben vor 14 Tagen ja verkündet, dass wir die Investitionsgelder für die Kohlereviere auch für die wirtschaftliche Ertüchtigung zur Verfügung stellen und nicht nur für den Bau von Infrastrukturen oder Forschungseinrichtungen oder Bundesagenturen, sodass dort mehr Dynamik in den Regionen entstehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser Bericht ist einerseits ein Monitoringbericht der eigenen Arbeit der Bundesregierung, um die Programme in der Zukunft besser, zielgenauer und auch ausgerichtet auf die Bedarfe auszurichten. Er ist aber auch er misst die Temperatur im Land entlang von Daten. Und zwar von objektiven Daten, die wir erheben können, aber auch von der Wahrnehmung der Lebensverhältnisse. Und ich würde behaupten, dass die Differenz zwischen beiden eigentlich den größten Korridor für politische Debatte oder politischen Handlungsauftrag ausmacht. Insofern, ich wiederhole mich, was ich am Anfang gesagt habe, der Gleichwertigkeitsbericht 24, er ist eine Einladung zum Diskurs, aber auch ein Meilenstein bei der Erkenntnisgewinnung, wie es Deutschland eigentlich geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesminister Habeck. Frau Nissen, bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Feldhoff. Vielen Dank für die Gastfreundschaft heute. Ich darf mich auch zu Beginn bei meinem Kollegen, Herrn Dr. Habeck, bedanken, dem Vizekanzler, für die sehr gute Zusammenarbeit bei der Erarbeitung des Gleichwertigkeitsberichtes und dass wir uns auch so stark mit einbringen durften. Herzlichen Dank dafür. Eine wirklich sehr gute Arbeit, wie ich finde, eine sehr gute Datengrundlage, aber auch eine Analyse unserer Arbeit, die uns darin bestärkt, und das haben wir gemeinsam im Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass wir insbesondere die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ja fördern wollen. Für uns ist wichtig, dass überall die Menschen die Wahlfreiheit haben, wo sie wohnen können, nämlich ob sie gerne auf dem Land wohnen wollen, in kleinen Städten, in strukturschwachen Gebieten, weil es dort schöner ist, weil sie eine Ansicht haben, dass ihre Kinder dort im ländlichen Raum besser aufwachsen können oder aus was für Gründen sich Menschen auch immer dafür entscheiden, in einen Ort zu ziehen. Aber sie sollen eben diese Wahlfreiheit haben und dafür braucht es gleichwertige Lebensverhältnisse und das wollen wir als Koalition fördern. Man soll eben überall in Deutschland gut leben können. Das ist für mich Heimatpolitik. Und nur, wenn es überall die gleichen guten Lebens- und Arbeitsbedingungen gibt, dann kann es auch ein gutes soziales Miteinander geben und Teilhabe, Zugehörigkeit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft damit auch gefördert werden. Wir brauchen diesen starken Zusammenhalt gerade jetzt, wo die Zeiten nicht ganz einfach sind, wo es unterschiedliche Bedrohungsszenarien durch Extremismus, Terrorismus oder auch bis hin zur russischen Aggression in Europa gibt. Wir als Bundesregierung haben in den letzten Jahren viel dafür getan, Robert, damit wir gleichwertige Lebensverhältnisse auch fördern. Ich möchte auf ein paar Punkte gerne eingehen, wo man sieht, wie wichtig es ist, es zu tun. Denn die Förderpolitik, die mein Kollege schon angesprochen hat,
mit dem gesamtdeutschen Fördersystem für strukturschwache Regionen spielt dabei eine zentrale Rolle. Ich möchte aber auch zum Beispiel erwähnen, was im sozialen Bereich eine wichtige Rolle spielt, ist unsere Ehrenamtsförderung über unsere Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die selbst im ländlichen Raum liegt, die aber sehr viel dafür tut, dass Menschen vor Ort die notwendige Unterstützung auch bekommen oder auch ans Ehrenamt herangeführt werden. Ein wichtiges, konkretes Beispiel dafür, was wir tun, ist die Ansiedlung von Bundesbehörden in ländlichen Räumen. Wir haben das ganz gezielt gerade in den strukturschwachen Regionen gemacht. Und wir haben gerade letzte Woche im Kabinett dazu ein Konzept beschlossen, wo wir noch klarer und transparenter machen wollen, wo wir Behörden ansiedeln, wo Forschungseinrichtungen des Bundes angesiedelt werden möchten, werden. Und besonders im Blick haben wir dabei die kleineren und mittelgroßen Orte, Städte zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern, gerade in Ostdeutschland. Wir wollen, dass dort attraktive Arbeitsplätze entstehen, in zum Beispiel dem ehemaligen Kohlerevier in der Lausitz. Damit schaffen wir Anreize dafür, dass gerade die jüngere Generation und auch oft gut ausgebildete Menschen in ihrer Heimat verbleiben können oder dorthin auch zurückkehren, weil dort Arbeitsplätze entstehen und auch abseits der Metropolen arbeiten, gut arbeiten und leben können. Ein weiteres wichtiges Element ist, dass wir einen Gleichwertigkeitscheck bei neuen Gesetzen eingeführt haben, weil wir dort gleichzeitig damit prüfen, wie wirkt dieses Gesetz auf die unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. Mit dem neuen Gleichwertigkeitsbericht legen wir, ich habe das zu Beginn gesagt, so umfassende Daten wie nie zuvor vor. Aber wir haben nicht nur statistische Daten ausgewertet, darauf hat Herr Dr. Habeck schon hingewiesen. Wir haben vor allen Dingen auch Menschen erstmals befragt, nämlich ihr subjektives Empfinden, wie sie es empfinden, in welcher Region sie leben. Und wir haben Fokusgruppen gebildet mit Menschen aus verschiedenen Regionen, die sich haupt- oder ehrenamtlich vor Ort engagieren. Sie haben uns als erste Hand berichten können in diesem Gleichwertigkeitsbericht, ist das eingebracht worden, was Sie denn brauchen, auch aus Ihrer persönlichen subjektiven Sicht und was Sie sich wünschen und natürlich auch, wo Sie die Probleme sehen. Und es gibt dann dadurch ein ganzheitlicheres Bild und man hat das an dem schönen Beispiel meines Kollegen im Kita-Bereich gesehen, wie sehr manchmal dann doch auseinandergeht, wie die tatsächliche Versorgung ist mit Kita-Plätzen und wie das empfunden wird. Also es kann durchaus positiv empfunden werden, was eigentlich gar nicht so gut sich abbildet. Für mich ist nochmal wichtig aus Sicht des BMIs, wir haben gesehen, was bei den Gesprächen mit haupt- und ehrenamtlich tätigen Menschen, wo es Verbesserungspotenzial für Förderpolitik des Bundes gibt. So sollten die Förderprogramme zum Beispiel flexibler und unbürokratischer gestaltet werden. Es braucht auch mehr Möglichkeiten für Spiel- und Experimentierräume. Projektlaufzeiten, Förderprozesse sollen stärker auf die konkreten Projekte und Ziele ausgerichtet werden. Und vor allen Dingen, das hören wir auch immer wieder, dass die Antragsprozesse deutlich einfacher werden, zum Beispiel durch ein zweistufiges Verfahren, bei dem der vollständige Antrag erst bei einer hohen Bewilligungschance dann erst erarbeitet wird. Auch die Fördermittelberatung sollte weiterentwickelt werden. Nicht zuletzt geht es aber hierbei auch um Wissenstransfer, gute Lösungen, die in einem Projekt entwickelt werden, auch anderen dann zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Aspekt dieser Förderkulisse und daran müssen wir intensiv arbeiten. Kommunen sind der Ort, an dem Probleme zuerst spürbar werden. Ich habe Hochachtung vor den vielen ehrenamtlich kommunalpolitisch Engagierten in unserem Land. Sie leisten unersetzliche Arbeit für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ich habe selbst 30 Jahre lang ehrenamtlich in der Kommunalpolitik als Kreistagsabgeordnete und auch als Stadtverordnete gearbeitet. Und nur starke Kommunen sind in der Lage, Lebensverhältnisse vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger aktiv zu gestalten. Und dabei haben sie große Herausforderungen, sei es in den letzten Jahren die Unterbringung der Geflüchteten, sei es, dass sie auch mit den Auswirkungen des Krieges vor Ort zu kämpfen haben. Wir haben vor Ort eine unheimliche Aufnahmebereitschaft, insbesondere für die Ukrainerinnen und Ukrainer gehabt. Immerhin 1,17 Millionen. Das ist eine große Leistung, die in den Kommunen dort gestemmt wurde.
Und auch die Kommunen sind es, die viele Gesetze, Vorschriften umzusetzen haben. Und ich weiß, wie das ist, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern gegenübertritt und auch erklären muss, was man dort tut und warum man es tut. Umso wichtiger ist, dass wir Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch den Rücken stärken und dabei unterstützen, weil ob uns der gesellschaftliche Zusammenhalt gelingt, entscheidet sich eben vor Ort in der Kommune und sonst nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch gut, dass wir die Belange der kommunalen Ebene dort sehr stark einfließen lassen. Und es ist gut, dass wir als Bundesregierung uns auch dafür entschieden haben, die Allianz für Kommunen zu gründen, die bei mir im Haus resultiert, wo wir uns regelmäßig direkt mit der kommunalen Ebene auch austauschen. Meine Damen und Herren, gute und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland sind entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Menschen erwarten von der Politik, dass wir die verschiedenen Lebenssituationen auch berücksichtigen. Und ich möchte noch einmal betonen, es ist ein großer Gewinn, dass Menschen in Deutschland so vielfältig ihr Leben gestalten können, in Metropolen, in großen und kleineren Städten, aber auch im ländlichen Raum, vor Ort, in kleinen Ortschaften, in kleinen Gemeinden. Und das hat in Deutschland lange Tradition und ist ein guter Teil unserer Kultur. Das wollen wir weiter unterstützen als Bundesregierung und deswegen wollen wir unsere Gleichwertigkeitsarbeit auch weiter fortsetzen, die richtigen Schlüsse aus dem Gleichwertigkeitsbericht ziehen und damit auch eine wichtige Grundlage für die Menschen in ganz Deutschland schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich habe schon eine lange Liste von Fragenstellern und Stellerinnen. Lassen Sie mich kurz sagen, wir haben ungefähr 13.15 Uhr, 13.20 Uhr Zeit. Dann folgt hier direkt PK. Lassen Sie mich auch sagen, dass es möglicherweise ja Fragen zu anderen in diesen Tagen bewegenden Themen gibt. Die würde ich bitten, dass wir sie in das letzte Drittel dieser Pressekonferenz verschieben und erst uns mit dem Bericht beschäftigen. Und jetzt fängt Herr Hönig an. Bitte schön. Ja, wobei ich gerade zum anderen Thema, vielleicht kann ich das vorziehen. Egal. Können Sie das, also ich habe aber auch eine Frage zum Bericht natürlich. Das ist ja gut, Herr Hönig, das ist sehr schön. Ja. Danke, dass Sie meinem Appell folgen. Also in Herr Habeck, Frau Faeser, in weiten Teilen Ostdeutschlands wird die wirtschaftliche Lage laut Bericht eher schlecht beurteilt im Vergleich zum Beispiel zum Süden. Welcher politische Auftrag folgt daraus aus Ihrer Sicht jetzt auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten, was die wirtschaftliche Lage anbetrifft? Und da, wenn ich darf, doch noch zum Haushalt, Herr Habeck, inwiefern rechnen Sie denn mit einer Einigung bis Freitag? Die SPD hat jetzt eine Sondersitzung anberaumt für Freitag 7 Uhr. Was sind denn die Knackpunkte und ist aus Ihrer Sicht noch ein Scheitern möglich? Hat fast geklappt, ne? Vielleicht fangen wir mit der Frage zum Bericht an. Ich würde eine Vormerkung noch machen, das vergaß ich eben. Nach dem Bericht geht es jetzt weiter. Wir planen Dialogwerkstätten, so haben wir es genannt. Im Grunde sind es Bürgerräte, wo wir mit dem Bericht in die Regionen gehen. Und die Konsultation, also die Beteiligung, ist hiermit quasi eröffnet. Schon morgen geht es los. Der Bericht steht auf den Homepages der Bundesregierung. Für mein Ministerium kann ich es sagen, ist es dort. Und Anregungen, Kritik, Nachfragen sind willkommen. Es soll, sozusagen, habe ich ja schon gesagt, eine Einladung zum Dialog sein. Und das ist nicht nur so auf einer Bundespressekonferenz dahergesagt, sondern wird auch tatsächlich mit Strukturen unterfüttert. Was Ostdeutschland angeht, muss man einmal herausheben, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den 5 ostdeutschen Bundesländern stärker war als in den letzten Jahren in Westdeutschland. Die Entwicklung. Natürlich gab es Nachholbedarf, das ist ja historisch evident, aber die Folie, die ich gezeigt habe, eine plus 8-prozentige stärkere Entwicklung in den, wie wir sagen, strukturschwächeren Räumen, trifft ganz maßgeblich auf Ostdeutschland zu. Ich habe es auch in jüngster Zeit schon einmal gesagt, auch mit Blick auf die letzten anderthalb Jahre. Im Moment ist der Osten Deutschlands stärker in der wirtschaftlichen Dynamik als der Westen Deutschlands. Und deswegen, ja, ich weiß, ich habe daraufhin selber ja hingewiesen, dass die gefühlte oder die selbst wahrgenommene Wirklichkeit manchmal unterschiedlich ist. Und es gibt auch Indikatoren, wo man nicht zufrieden sein kann. Ich wies auf die demografische Entwicklung hin. Also die Räume, die jetzt ökonomisch stärker werden, drohen demografisch in der Zukunft ein Problem zu bekommen. Insofern, da ist überhaupt nicht alles gut. Aber wenn man nur auf die Entwicklung, auf die Vergangenheit und den Ist-Zustand schaut, muss man sagen, dass der Osten Deutschlands im Moment die wirtschaftliche Erholung zieht. So, und zum Haushalt kann ich nur Allgemeines sagen, dass es 25 schwer wird. Das kann ja niemanden überraschen. Das wussten wir vorher, dass in einer Zeit, wo Frankreich eine schwierige Regierungsbildung vor der Nase hat, wo die USA
auch vor herausfordernden Wahlen stehen, wo die Konflikte in der Welt ja nicht geringer werden, wo die Ukraine darauf sich verlässt, dass die Zusagen, die wir ihrem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung gemacht haben, auch eingehalten werden können, dass diese Haushaltsberatungen also auch vor einem politischen Hintergrund gelesen werden müssen, der größer ist als die parteipolitischen Beschlüsse, sollte auch allen klar sein. Und so, denke ich, muss man auch an die Sache rangehen. Neben den Haushaltsberatungen sind ja weitere Prozesse gelaufen, das sogenannte Dynamisierungspaket, also mehr Impulse für Deutschlands Wirtschaftsaufschwung zu geben, ist weit vorangeschritten. Wir rechnen tatsächlich mit, das ist ja noch nicht ganz finalisiert, aber mit deutlichen Impulsen für die Wirtschaft, die also auch messbar sind und das Wirtschaftswachstum schon im nächsten Jahr anheben können. Es wäre wirklich schade, wenn das verzögert oder möglicherweise gar nicht käme. Da ist wirklich viel gute Arbeit geleistet worden. Und insofern kann ich nur sagen, dass Festlegungen oder Vorfestlegungen da nicht helfen. Wir müssen das Ding jetzt festnageln. Das, glaube ich, ist der politische Auftrag. Frau Faeser, wollen Sie noch was ergänzen zu Ostdeutschland? Ja, sorry, wenn ich mal nachfragen darf. Also Vorfestlegung, damit meinen Sie die FDP nämlich an. Was wäre da Ihre Botschaft an den Koalitionspartner? Damit meine ich, dass ein schwieriger Haushalt ist ja kein Wort. Es heißt, dass alle an ihre Schmerzgrenzen und manchmal auch einen Meter darüber hinausgehen müssen. Sonst hat das Wort schwieriger Haushalt ja keine Bedeutung. Und genau da sind wir jetzt. Und manchmal geht man über die Schmerzgrenzen ja erst, wenn man die Zielgerade sozusagen im Blick hat und auch das haben wir, jetzt haben wir sie im Blick, da ist viel Arbeit geleistet worden. Ich finde, wir sind es unserem Auftrag schuldig, diese Arbeit auch vernünftig zu Ende zu bringen. Bitte. Ja, ich hatte auch zwei Fragen. Eine handelt tatsächlich vom Bericht oder mehr oder weniger hat mit dem Bericht zu tun. Sehr gut, Herr Olk. Ich begrüße das ausdrücklich. Herr Wick, Sie haben die GRW-Förderung angesprochen, die in Ihrem Haus schon angepasst worden ist. Wenn ich mich recht erinnere, läuft aktuell noch ein Prozess, weitere Anpassungen möglicherweise vorzunehmen. Wie ist da der Status? Was ist da möglicherweise noch geplant? Und die zweite Frage beschäftigt sich nicht mit dem Haushalt, aber mit einem Kabinettsbeschluss von eben unseren Informationen nach hat es eine Untersagung gegeben zu dem geplanten Deal von MAN Energy Solutions für den Verkauf an einen chinesischen Investor. Können Sie uns da was zu den Beweggründen sagen? Die GRW-Förderung ist, habe ich ja eben ausgeführt, schon, jetzt muss ich gucken, aber es ist ungefähr anderthalb Jahre her, inhaltlich angepasst worden, sodass wir nach qualitativen Kriterien vorgehen, um die Zielgenauigkeit und die Wirkungsmächtigkeit der Förderung zu erhöhen. Und der ganze Bericht deutet ja darauf, also hat den Sinn, dass wir permanent überprüfen, ob wir noch besser werden können. Zum einzelnen Überprüfungsstand würde ich der Abteilungsleiterin gerne kurz das Wort geben und dann hole ich es mir zurück und sage was zu den Kabinettsbeschlüssen. Ja, vielen Dank. Also die Zielrichtung dieses Berichtes ist ja die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung, / Verbesserung des gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Gebiete. Das geht weit über die GRW hinaus und hat eine ganze Vielzahl von Aspekten, die in dem Bericht auch dargestellt sind und auch wichtige Anstöße für neue Dialogprozesse und eine engere Verzahnung mit der kommunalen Ebene, die Frau Faeser ja gerade betont hat, wie wichtig die sei. Und dazu gehört dann auch, dass GRW noch besser mit anderen Programmen zu verzahnen. Was Investitionsprüfungen angeht, will ich erst einmal vorwegschicken, dass Investitionen in Deutschland und auch in Unternehmen, die in Deutschland sind, willkommen sind. Das Land lebt davon, dass wir uns verzahnen mit anderen Volkswirtschaften. Deutsche Unternehmen investieren im Ausland und andere ausländische Unternehmen sollen in Deutschland investieren. Die Einschränkung, die wir gesetzlich vornehmen müssen, ist, dass wir Techniken, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Gefahr der öffentlichen Sicherheit und Ordnung relevant sind, dass wir die schützen vor Informationsabfluss oder vor der Beeinflussung oder dem Einfluss von Ländern, die uns vielleicht nicht immer nur freundschaftlich verbunden sind. Und genau das sind die Rahmenbedingungen für die Investitionsprüfungen, die wir vornehmen. Das betrifft natürlich Hochtechnologie, also Dinge, die es nur in Deutschland oder in Europa gibt und die für Satelliten oder für
andere wichtige Zukunftstechnologien erforderlich sind, dass wir dort die nicht in eine Abhängigkeit geraten. Das betrifft aber auch etablierte Techniken, die in sicherheitskritischen relevanten Bereichen eingesetzt werden. Details kann ich dazu also nicht sagen, sonst wäre es ja keine Investitionsprüfung, die da durchgeführt würde, sondern allgemeines Gebrabbel. Das ist allerdings der Grund gewesen, warum wir die Untersagung ausgesprochen haben. Und das ist richtig so. Ich begrüße das auch sehr, aus sicherheitspolitischen Gründen. Dann ist Herr Jung da mit der nächsten Frage. Ja, vielen Dank, dass Sie über den Gleichwertigkeitsbericht bisher eher positiv geredet haben. Würde ich ein paar beängstigende Ergebnisse mal kurz ansprechen. Zum Beispiel, dass mehr als 80% der Menschen sagen, dass es schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mhm. Nur 44% beurteilen die Verkehrsanbindung und Mobilitätsangebote im Land als gut. 41% sagen, die Gesundheitsversorgung habe sich verschlechtert. Und nur 43% halten die Qualität der Schulen für gut. Und bei Kitas und Ganztagsschulen sind es noch weniger. Sind diese Ergebnisse nicht ein Nährboden für den Rechtsruck im Land, den wir erleben? Also ist die Lage nicht tatsächlich schlechter als die Stimmung? Nancy, willst du zuerst, dass ich nicht mehr noch reden muss? Danach würde ich aber keine zwei Wörter sagen. Ja, na klar. Also ich glaube, da muss man ja auch in die Details gucken, wo ist was zu vermelden. Sie sehen ja, dass gerade in den Ballungsräumen, was den Wohnraum betrifft, die Erkenntnis da ist, dass es als sehr schlecht empfunden wird, gerade bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deswegen arbeiten wir ja so daran. Deswegen hat sich diese Bundesregierung das ja auch zu einem eigenen Thema genommen, sogar mit einem eigenen Ministerium, was ja auch eine Veränderung in der Frage der Wahrnehmbarkeit dieses Problems ist und dieser auch der Investitionen in den Bereich. Und ich finde, in einer sehr schlechten Rahmenbedingungen, die wir hatten in den letzten Jahren, also was den Ausbruch des furchtbaren Krieges von Putin betrifft, die Auswirkungen dieses Krieges auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die Energieversorgung. In diesen schwierigen Jahren haben wir trotzdem es geschafft, für 300.000 neue Wohnungen zu sorgen. Also das ist ja, muss man auch, glaube ich, mal herausheben, was auch die Kollegin Clara Geiwitz mit ihrem Haus dort geschafft hat. Insofern ist es für uns weiterhin ein Auftrag, dort tätig zu sein und auch eine Bestätigung unserer Arbeit insofern, dass wir dort was tun müssen und dass dort noch sehr viel Bedarf ist. Die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, die, und da gehe ich jetzt mal kurz auf meinen Erfahrungsschatz auch der letzten Jahre zurück vor meiner Verwendung als Bundesministerin, dass die Versorgungslage im ländlichen Raum schlechter geworden ist im medizinischen Bereich, das hat man ja gerade in ländlichen Räumen sehen können. Es haben beispielsweise viele Geburtsstationen in Krankenhäusern geschlossen. Das lag natürlich auch an dem System des DRG-Systems in Krankenhäusern, dieser sogenannten Fallpauschale, dass eben nur ein gewisser Satz für die Krankenhäuser bezahlt wurde, egal wie kompliziert der Fall ist. Und gerade im Bereich der Kindermedizin gab es eine starke Unterfinanzierung. Die wird jetzt beispielsweise von unserem Kollegen Gesundheitsminister mit der Krankenhausreform angepasst. Es gibt eine zusätzliche Leistung finanzieller Art, gerade in diesem Sektor, und der wird dazu führen, dass es besser wird. Also ich finde, der Gleichwertigkeitsbericht zeigt auch an vielen Stellen, dass wir jetzt die richtigen Weichenstellungen getroffen haben als Bundeskabinett, um dort Veränderungen auch herbeizuführen. Und das ist auch gut so. Und auch die Frage der Vergabe von Fachärzten. Gibt es noch genügend Kinderärzte in der Nähe? Wie ist die sonstige Facharztversorgung? Das ist ein Problem der GRKV, wo ich auch finde, dass beispielsweise die kommunale Ebene ein stärkeres Mitspracherecht bräuchte. Nämlich zu beurteilen, reicht das eigentlich aus, in einem Ort von, weiß ich nicht, 10.000 Einwohnern nur eine Kinderärztin zu haben oder bräuchte es nicht mehr? Das hat was mit der Sitzvergabe zu tun. Insofern, wenn man in die Details reinguckt, dann sieht man, dass wo Handlungsbedarf besteht, auch für welche Ebenen. Insofern liefert der Gleichwertigkeitsbericht ja auch gute Daten, um vor Ort auch nochmal für Veränderungen zu sorgen und zeigt auch, dass die richtigen Weichenstellungen dieser Bundesregierung auch getroffen wurden in vielen Bereichen. Ich würde kurz ergänzen und Herrn Elgar Bartsch auch das Wort geben. Der Bericht ist deswegen nicht nur gut, sondern bedeutsam, würde ich sagen, während wir sonst nach Wahlen manchmal die Frage haben, wie gerecht geht es in Deutschland zu, auf einer Skala von 1 bis 10 oder so etwas, geht der wirklich tief rein. Sie finden die Daten beginnend auf Seite 94, es geht Zusammenhalt in der Nachbarschaft, Sicherheit in der Wohnumgebung, Betreuungsmöglichkeiten, dann aber auch die Fragen, die Herr Jung gestellt hat.
Und dadurch gibt es eine tiefere Erkenntnis, was die wahrgenommene und die reale Sorge der Menschen ist. Und es gibt darüber hinaus einen Schluss, den man jetzt schon ziehen kann. Und der sagt für mich, dass die Infrastruktur häufig viel bedeutsamer ist, als wir es einschätzen für das Gerechtigkeitsgefühl im Land. Die politische Debatte, wie gerecht geht es in Deutschland zu, kreist um Mindestlöhne, kreist um Zuschüsse, um Transferleistungen des Staates. Und das hat ja auch alles seine Bedeutung, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, schlechte Erreichbarkeit der Städte, Kino, Bäckerei, Schuhladen, Apotheke und Bank geschlossen im Dorf, schlechtes Internet, Betreuungsinfrastruktur, Arzt- oder Krankenhausinfrastruktur, all das hat eine, so sagt mir, sagen mir die Datenbericht, eine große Bedeutung, nicht nur für die Versorgung von Gesundheitsleistungen, sondern für die Wahrnehmung, wie gerecht geht es in Deutschland zu. Und insofern, also der Bericht hält das auf. Die politische Debatte wird sich meiner Ansicht nach in Zukunft viel stärker mit den Infrastrukturen von sozialer Gerechtigkeit und Zusammenhalt beschäftigen müssen, als es in den letzten Jahren der Fall war. Vielleicht, Elga, magst du ergänzen? Ja, ich würde gerne noch kurz ergänzen, dass ja überwiegend die Menschen in Deutschland mit ihrem Leben sehr oder eher zufrieden sind. Also 63% sind mit ihrem Leben zufrieden, 82% sind mit ihrem Wohnort zufrieden. Und insofern sollten wir bei all dem Ansporn, den wir auch natürlich sehen aus den Daten, auch die guten Ergebnisse in der Befragung nicht aus dem Auge verlieren. Das wollte ich noch kurz ergänzen. Zusatz, Herr Jung? Frau Fieser gerade den Wohnungsbau angesprochen hat, also der soziale Wohnungsbau, die Sozialwohnungen in Deutschland haben sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Das ist ja auch ein Grund, ja. Liegt meistens an der Regierung Merkel, aber gerade bei es liegt häufig auch an den Ländern, ne? Was dort an Wohnraum verkauft wurde und auch wo nicht mehr investiert wurde. Also ja. Da muss man, glaube ich, tiefer reingucken. Ich wollte mal an meine Frage erinnern. Ich habe ja die Ergebnisse als Grundlage für die Frage mit Nährboden für den Rechtsruck genannt. Und Frau Bartsch hatte gerade gesagt, dass die meisten sehr oder eher zufrieden sind. Aber trotzdem ist der Faschismus in Deutschland auf dem Vormarsch. Wie kann das sein? Also aus meiner Sicht ist deshalb der Rechtsruck gegeben, weil trotzdem ja einige, wenn sie reingucken, wir haben ja eine wirklich gute Datenlage, wenn sie reingucken, wo Ängste herrschen beispielsweise oder wo man nicht das Gefühl hat, in einem Umfeld zu leben, was mir Sicherheit gibt. Wenn sie die Sicherheitsfragen zum Beispiel stellen, dann sehen sie schon, wo man sich besonders unsicher fühlt, zum Beispiel im Bereich Ostdeutschland in den Grenzregionen fühlt man sich besonders unsicher, obwohl die Datenlage der Kriminalitätslage das nicht zwingend hergibt, weil die Kriminalitätsstatistik zeigt ja, dass gerade in großstädtischen Räumen die Kriminalitätsbelastung viel höher ist als beispielsweise dort in den ländlichen Räumen. Also Sie sehen, dass dieses subjektive Sicherheitsgefühl eine Rolle spielt. Ja, und natürlich auch die wirtschaftlichen Daten. Ich habe die Krisen angesprochen. Die Menschen sind krisenmüde. Krieg in der unmittelbaren Nähe. Wir wissen, dass sich das in manchen Regionen stärker auswirkt, weil man dort mehr Sorge hat, weil man sich näher dran fühlt. Und auch das, was in der Energieversorgung passiert ist, wofür wir ja nichts können, dass Putin damals den Gashahn abgedreht hat, die Umstellung auf andere Energieformen, das hat den Leuten Sorge bereitet. Corona, die Auswirkungen. Das sind schon vielfältige, multiple Krisen, die auch dazu führen, dass man sich in der Gesellschaft unwohler fühlt und man guckt, wo findet man vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen. Das steht ja oft dahinter und darum müssen wir uns kümmern, dass es den Menschen dort besser geht. Aber dafür hilft der Bericht ja auch, weil wir Grundlagen bekommen haben, auch nochmal gezielter dort mit Förderprojekten, mit Unterstützung. Wir machen gezielte Ansiedlungen, das macht ja gerade mein Kollege Wirtschaftsminister Herr Dr. Habeck sehr gezielt, auch in der Wirtschaftsförderung Ansiedlung von Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Herr Polanski. Eine Frage zur Methodik. Heißt Angleichung eigentlich prinzipiell Angleichung nach oben oder im Zweifelsfall auch nach unten? Also zum Beispiel, wenn man auf die ärztliche Versorgung schaut. Also kann es durchaus sein, dass sozusagen eine Angleichung stattgefunden hat, eher zum Negativen. Ja, ich gucke jetzt gerade mal in den
Das kommt jetzt, würde darauf ankommen, wie genau die Frage gestellt ist. Und das versuche ich mir jetzt gerade noch mal eben rauszusuchen. Sie fragt nach der medizinischen Versorgung, richtig? Beispielsweise, ja. Also. Eventuell müsste ich das tatsächlich, weil ich jetzt angesichts des Umfangs des Berichts nicht sofort die richtige, das richtige Schaubild finde. Ich blätter dabei. Vielleicht, ziehen wir die nächste Frage mal vor und Frau Bartsch sucht genau, mal gerade den Umfang Kompendium. Genau. Haben Sie noch eine zweite Frage? Dann machen wir die Kollegin daneben zuerst und dann... Sie hatten die subjektive Wahrnehmung angesprochen, die sich teilweise, Sie hatten das Beispiel Kita genannt, sehr unterscheidet, auch von dem, was tatsächlich objektiv der Fall ist. Gibt es da denn Erklärungsansätze, warum das zum Teil so auseinanderfällt? Nein, der Bericht hat keinen Psychologieteil da drin, wo also gefragt wird, warum es ist. Die Erklärungen werden ja in der politischen Wissenschaft oder in der Soziologie diskutiert. Und wenn ich das richtig erinnere, sind sie vielfältig. Sie mögen historische Erfahrungen haben, also eine Erfahrung von Strukturwandel, der dann sich quasi ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben hat, Arbeitsplatzverlust von vor 10 oder 20 Jahren oder 30 Jahren, der dann quasi als geschichtliche Tradition weitervererbt wird. Es mag eine eher ökonomische Erklärung geben. Wir wissen aus verschiedenen Studien der Lebenszufriedenheit, dass einkommensgleichere Regionen eher zufrieden sind mit ihrem Status als Region, wo große Spreizung ist. Also dass sozusagen die Differenz zwischen den Einkommen, den Unterschied macht gar nicht das reale Durchschnittseinkommen in einer Region. Es gibt aber auch Studien, die allgemeine Lebenszufriedenheit mit den natürlichen Umgebungen verbinden. Also wie intakt ist die Natur drumherum und habe ich Zugang zu einigermaßen unberührter Natur? Also die Erklärungen differieren da breit. Man wird, denke ich, im Detail dort nachfragen müssen. Aber sicherlich kann man feststellen, dass die materielle Grundlage sowohl was verfügbares Einkommen angeht, aber eben auch, und das wollte ich sagen, das ist ja der Ansatz des Berichtes, die infrastrukturelle Grundlage ein wesentlicher Grund für Unzufriedenheit sein kann, auf dem dann wiederum historische oder ökonomische Erfahrungen gelesen werden müssen. Robert, blättern Sie noch? Ja, ich blättere noch. Also die medizinische Versorgung, das ist ja das, wonach gefragt wurde. Die finden Sie auf Seite 101 in dem Bericht. Das ist aber zunächst mal nur die regionale Verteilung und sagt uns noch nichts über die Konvergenz, die wir ja auch sehr breit untersucht haben. Und da blättere ich in der Tat noch, aber das können wir ja auch im Nachgang noch besprechen. Das kann man ja vielleicht individuell machen. Dann ist Herr Warwick dran mit der nächsten Frage. Deutschland ist ja nach wie vor, zumindest was die großen EU-Länder angeht, das Land mit der höchsten Konzentration oder der höchsten Ungleichheit an Vermögen. Da würde mich interessieren, da gibt es ja auch eine entsprechende regionale Konzentration. Korrigieren Sie mich, aber ich habe das im Bericht nicht wiedergefunden. Deswegen die Frage, wieso wurde dieses zentrale Element von Ungleichheit nicht aufgenommen in dem Bericht? Es geht in dem Bericht um die Infrastrukturen unseres Lebens, die dann die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse voraussetzen. Und der Begriff Gleichwertigkeit, so interpretationsoffen er ist ein breiterer Ansatz als nur Einkommensverteilung, nur in Anführungsstrichen. Dafür gibt es natürlich jede Menge andere statistische Berichte, also wie sich die Einkommen insgesamt entwickeln, wie sich das Medianeinkommen entwickelt, wie sich die Spitzeneinkommen entwickeln und so weiter und so fort. Dieser Bericht legt bewusst einen anderen Fokus, setzt nämlich auf den jetzt nochmal infrastrukturellen Voraussetzungen aus, aber dazu gehört auch zu den 38 abgefragten Kriterien sowas wie intakte Natur bzw. Luftqualität oder Waldbestandteile in den jeweiligen Regionen. Also er wählt auch soziale oder ökologische Faktoren und bezieht sie mit ein. Zufrieden? Zusatz? Ja, noch ein Zusatz, eine Frage an Frau Faeser. Ich habe gesehen, wir befinden uns ja mittlerweile im letzten Drittel. Es gibt Medienberichte, namentlich der Süddeutschen, dass das BMI verhindert hat, dass 40 schwer verletzte Kinder aus Gaza mit familiärer Begleitung nach Deutschland eingeflogen würden. Finanziell und medizinisch soll schon alles vorbereitet
gewesen sein, aber das BMI hat sozusagen diese Einreise verweigert. Da würde mich interessieren, was waren die Beweggründe, auch eingedenk der Tatsache, dass selbst das Meloni-regierte Italien in der Lage war, 100 schwer verletzte Kinder aus Gaza einfliegen zu lassen. Also erstmal gibt es eine unterschiedliche Verteilung, wer wo sich besonders stark engagiert. Deutschland hat sich sehr stark bei Afghanistan der Rettung von Kindern, Familien, Ortsangehörigen damals engagiert und zwar in sehr, sehr großem Maße auch für die anderen Länder. So macht es Italien jetzt auch mit der Rettung der Kinder. Es gibt dort auch Verabredungen der unterschiedlichen Aufteilung. Mir ist nicht bewusst, dass es eine Anfrage für diese 40 Kinder gibt. Mir ist eine Anfrage bewusst für ganz wenige, eine Handvoll Kinder. Dort sind wir in sehr gutem Austausch und wollen auch nichts verhindern. Das Einzige, was wir natürlich überprüfen, ist Sicherheitsüberprüfung, wer kommt dort mit an Erwachsenen, Begleitpersonen. Das ist aber etwas, was wir immer tun und das ist der Sicherheit dann in Deutschland geschuldet. Herr Decker. Ja, Professor, auch noch eine Frage an Sie. Ihre Äußerungen zu Bad Oeynhausen sind auf Kritik gestoßen, insbesondere von Herrn Merz, aber auch zuletzt auch von Herrn Kühnert. Können Sie dazu ein paar Sätze sagen? Ja, ich freue mich über die Frage. Vielen Dank dazu. Ich habe mich letzten Freitag dazu ja sehr klar geäußert. Ich will das aber auch noch mal tun. Mein Mitgefühl gilt in erster Linie natürlich der Familie des getöteten jungen Mannes, der durch diese furchtbare Gewalttat in Bad Oeynhausen getötet wurde. Und der dringend Tatverdächtige wurde ja dank der intensiven Ermittlungen und der guten Leistung der Polizei in NRW schnell gefasst. Die Hintergründe werden sich zeigen durch die Ermittlungen und der Täter muss mit aller Härte bestraft werden. Da gibt es gar kein Vertun. Das habe ich auch so am Freitag gesagt, übrigens auch der Bild-Zeitung. Dort ist das abgedruckt am nächsten Tag. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht wichtig ist, weil es da ja Vorstraftaten schon gibt, dass sehr schnell gerade bei jungen Tätern Eingriff werden muss, damit junge Täter auch merken, wo ihre Grenzen sind. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist etwas, dass man ein sehr schnelles Stoppsignal braucht. Und wir arbeiten aber auch außerdem darüber hinaus sehr intensiv jetzt auch daran, dass neben konsequenter Strafverfolgung auch Abschiebung von Straftätern nach Syrien wieder durchgesetzt werden können. Und das ist das, was ich am Freitag gesagt habe. Das ist aber von einigen bewusst ignoriert worden, wird jetzt politisch genutzt. So ist es manchmal in der Politik, dass ein Satz, den ich im ganz anderen Zusammenhang gesagt habe, dort aus diesem Zusammenhang gerissen wurde, wo ich von fehlgeschlagener sozialer Integration gesprochen habe. Das war auf eine Frage eines Journalisten, der mich gefragt hat, was ist, wenn jemand 8 Jahre lang in einer Asylbewerberunterkunft gewohnt habe, ob das ein Zeichen für gute Integration oder fehlgeschlagene sei. Darauf habe ich gesagt, es sei fehlgeschlagene Interpretation. Das rechtfertigt aber niemals Taten. Niemals. Dann ist Frau Buschel dran. Ja, es ist im Prinzip die gleiche Frage, nach der noch geblättert wird, aber vielleicht nicht nur auf die Hausärzte. Ich versuche es wirklich nochmal. Es ist ja schon die Frage, wenn sich Lebensverhältnisse angleichen, verbessern sich die Schlechten oder verschlechtern sich die Guten? Wenn Sie sagen, bei 27 Indikatoren hat sich das angenähert, können Sie da keinen Schnitt sagen, es hat sich bei den meisten verbessert? Also ist die Luftqualität bei den Schlechten besser geworden oder bei den Guten schlechter geworden? Ja, das kann man schon sagen. Also die 27 Indikatoren erzählen die Geschichte einer Obenbewegung. Die Schlechteren, also die mit schlechteren Voraussetzungen, haben aufgeholt. Deutlich zu sehen bei der Wirtschaftskraft, auch zu sehen bei der Betreuungsinfrastruktur und bei der Gesundheit, glaube ich, haben wir eben hier kurz geblättert, weil die Gesundheitsversorgung ja häufig nicht eins zu eins ist, also die Qualität der Gesundheitsversorgung nicht eins zu eins ist mit der Dichtigkeit der Zentren. Deswegen mag da, aber wir haben die Seite, ich weiß nicht, Elga, ob du sie schon gefunden hast, so schnell dann nicht gefunden, wie die Wahrnehmung und die Realität ist. Aber der Bericht erzählt eine Geschichte von einer positiven Angleichung nach oben, dass die Regionen, die nicht so eine starke, jetzt vor allem wirtschaftliche Basis haben, aufholen, aufschließen zu den stärkeren Regionen mit, ich habe die erste Folie ja hochgehalten, 8% mehr Wachstum in den letzten 10 Jahren als die anderen Regionen. Frau Wolf. Ich würde auch mit einer Frage zum Bericht nochmal beginnen und nochmal bei dem Erstarken des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus anschließen. Das Ergebnis der Europawahl hat ja eine sehr, sehr klare Grenzziehung zwischen
Ost und West gezeigt und die AfD ist in allen ostdeutschen Bundesländern die stärkste Kraft geworden. Wie erklären Sie sich diese klare Trennlinie, wenn umgekehrt die Lebensverhältnisse sich angleichen und es ja offenbar auch Indikatoren gibt, die gerade im Osten eigentlich eine positive Umstände zeigen, beispielsweise bei der Kinderbetreuung? Und die AfD ist ja jetzt keine Partei, die die Lebensbedingungen in Deutschland optimistisch oder positiv zeichnet, sondern eher eine apokalyptische Stimmung verbreitet. Wie sehr trägt das aus Ihrer Sicht dazu bei, also so als im Sinne einer self-fulfilling prophecy, dass sich die Lebensbedingungen im Osten verschlechtern, weil beispielsweise Unternehmen mit internationalen Mitarbeitern sich nicht mehr dort ansiedeln wollen? Nun, die Angleichung der Lebensverhältnisse heißt ja, dass sie noch nicht gleich sind. Trotz der besseren Dynamik nach oben, also dem stärkeren Wachstum in den strukturschwächeren Regionen und vor allem in Ostdeutschland, dem relativen Fortschritt, sind natürlich häufig Einkommen noch geringer. Zweitens, darauf habe ich hingewiesen, gibt es andere Tendenzen, nämlich durch eine älter werdende Bevölkerung eine zunehmende Konzentration in den Ballungsgebieten. Das heißt, obwohl wir die ökonomische Entwicklung in den ländlichen Räumen, kurz gesagt, nach oben haben, sehen wir einen Wegzug vor allem von jüngeren Menschen aus den ländlichen Räumen, sodass die gefühlte Wahrnehmung eine andere sein kann. Drittens gibt es sicherlich dann außerdem eine historische oder sagen wir geschichtlich geprägte Haltung, dass Veränderungen, und wir leben in einer Zeit der Veränderung und Veränderungen sind dann ja ohne Frage häufig Zumutungen, per se misstrauisch betrachtet wird. Auch wenn die Daten sagen, guck an, da siedeln sich neue Werke an, da passiert was, da kommen Investitionen, da kommen Infrastrukturen, wird die Veränderung selbst als Gefahr wahrgenommen, einfach weil man vielleicht ein gewisses Misstrauen hat, historisch gesehen, dass Veränderungen zu veränderten und manchmal herausfordernden Lebensbedingungen führen. Dann mag es andere Gründe geben, wie weniger stark ausgeprägte parteipolitische Tendenzen. Wir haben außerdem eine Zeit, jetzt kann man es sagen, seit Weihnachten hinter uns, wo die hohe Inflation die verfügbaren Einkommen deutlich geschmälert hat. Also sehr viele Menschen haben Einkommensverluste hinnehmen müssen in Deutschland in den letzten anderthalb Jahren, letztlich wegen des fehlenden russischen Gases, das zu höheren Energiepreisen geführt hat, die höheren Energiepreise zu höheren Produktionspreisen oder Rückgang von Produktion, gar die höheren Produktionspreise zu höheren Verbrauchern und Verbraucherpreisen im Energiebereich, aber nicht nur, auch Lebensmittel deutlich nach oben gegangen. Das übersetzt heißt, dass es natürlich für diejenigen Bevölkerungsgruppen, die nicht Geld wie Heu haben, ein viel größeres Problem ist als diejenigen, die ihren Wohlstand auf dem Konto haben, auch noch abfedern können. Und das trifft natürlich den Osten Deutschlands, wo die Menge an verfügbarem Erbe einfach wegen der Historie, der DDR-Historie geringer ist oder gar nicht da ist, deutlich dramatischer, auch in der Selbstwahrnehmung deutlich dramatischer. Und so gibt es eine Reihe von ökonomischen Effekten, die jetzt für diese Zeit spezifisch erklären können, warum die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation oder das Gefühl der Bedrohtheit der eigenen Situation insgesamt gestiegen ist, aber sicherlich in Ostdeutschland besonders gestiegen ist, weil man es schon mal erlebt hat, weil man sicherlich auch wegen der historischen Bindung, die die DDR an Russland hatte, mitunter einen anderen Blick auf den Krieg in der Ukraine hat, weil aber auch die ökonomischen Bedingungen realerweise so sind, dass dort die Bedrohung des erwirtschafteten, des erarbeiteten Wohlstands als größer erlebt wird und auch sie teilweise ist. Gute Nachricht, seit Weihnachten wachsen die verfügbaren Einkommen ja wieder. Die Inflation geht zurück, die Lohnzuwächse übersteigen die Inflation. Das heißt, ungefähr seit dem Jahreswechsel, seit Weihnachten, haben die Deutschen wieder mehr Geld im Portemonnaie. Nun dauert es ein bisschen, bis die Auswirkungen, die politischen Auswirkungen von solchen Krisen, wie wir sie hatten, im Lebensgefühl der Menschen ankommen. Ich darf daran erinnern, dass am Anfang der Zuwanderung 2015 die Begeisterung im Land riesengroß war, bevor die Probleme dann zu einer Verschiebung der Haltung der Aufgeschlossenheit gegenüber Asyl und Migration und Flucht geführt haben. Ich darf daran erinnern, dass die Unterstützung der
Ukraine und auch der Anstrengung für die Ukraine am Anfang des Krieges riesengroß war, dann ist sie zurückgegangen. Das ist also immer auch zeitverzögert erst da, wobei die Daten ja eigentlich da schon klar absehbar waren, dass ein Krieg und möglicherweise Sanktionen auf Russland, die dann ja auch kamen, und gegen Sanktionen von Russland Gas das Leben teurer machen würden. Das haben wir ja schon diskutiert am Anfang des Jahres 2022. Aber in der Realität der Menschen, in der Stimmung der Bevölkerung kam es dann zeitverzögert. Und so wird es auch mit der geringeren Inflation und den höheren verfügbaren Einkommen sein. Jetzt hat man anderthalb Jahre gehört, alles wird schlechter, alles wird teurer, wir haben den Krieg. Die Trendumkehr wird auch erst wachsen müssen in der Mentalität des Landes. Ich glaube aber sehen zu können, dass sie schon wächst. Also das Konsumverhalten geht nach oben. Die Stimmung im Land immer wieder schwankend und noch lange nicht so, dass wir sagen können, wir sind durch, wir sind stabil, die Sonne scheint. Aber die Stimmung hält sich auf, deutlich. Zu langsam im ökonomischen Bereich für meine Verhältnisse. Wir brauchen dringend mehr Stimuli und Impulse und erklärbar zeitversetzt auch im gesellschaftlichen Bereich, aber doch deutlich sichtbar. Die Menschen wissen und nehmen es auch zunehmend wahr, dass sie höhere Lohnzuwächse haben und die Inflation zurückgeht, also wieder mehr Geld verfügbar ist, das dann auch verausgabt werden kann. Zusatz? Zusatz bzw. Anschlussfrage eher, Herr Habeck, ich muss beim Haushalt nochmal nachfragen, weil Sie zum einen den großen Kontext aufgerissen haben und die Krisen in der Welt beschrieben haben, die Kriege, die Situation in Frankreich, und ich wüsste nicht, wie das anders zu verstehen sei als ein Appell an die eigene Verantwortung, dass man sich doch zusammenreißen möge und diesen Haushalt aufstellt. Da kann man daraus lesen, dass Sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sind, dass es klappt am Ende? Wenn es fertig wäre, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern andere Leute oder mit anderen Leuten, das würde vorgestellt werden. Ich habe jetzt noch drei Personen auf der Liste, die würde ich gerne noch abarbeiten. Ich glaube, das kriegen wir hin. Kurze Fragen, kurze Antworten als Appell und dann bitte schön, Herr Kollege. Ja, danke. Auf europäischer Ebene wird ja gerade darüber diskutiert, ob reiche Regionen wie zum Beispiel Bayern zukünftig keine Gelder aus der Kohäsionspolitik bekommen sollen. Wie sehen Sie das? Sollen reiche Regionen weiterhin diese Kohäsionsgelder bekommen? Soll das auf ärmere Regionen innerhalb Deutschlands konzentriert werden oder kann Deutschland da ganz drauf verzichten? Und wenn ich darf, noch eine zweite Frage, auch eher fachfremd. Der Verband der Automobilindustrie hat die EU-Kommission heute Morgen aufgefordert, auf die Zölle gegen chinesische E-Autos, die morgen in Kraft treten sollen, zu verzichten, solange die Verhandlungen mit China laufen. Teilen Sie diesen Appell? Ich würde unterscheiden zwischen Kohäsionspolitik, die darauf zielt, dass eine Angleichung der Lebensverhältnisse erfolgen kann, und Wirtschaftsförderung und Industriepolitik. Dort gibt es natürlich eine Überschneidung, aber sie folgen erst einmal verschiedenen Zielen. Bei der Kohäsionspolitik kann man allgemein sagen, dass bei knapper werdenden Geldern, und die Gelder werden ja knapper, die Zielgenauigkeit immer überprüft werden muss. Siehe Bericht. Bei der Industriepolitik ist mein Werben ja nicht neu, dass wir uns der Konkurrenzsituation auch mit anderen europäischen Wirtschaftsräumen oder außereuropäischen Wirtschaftsräumen bewusst sind. Dass wir also die Unterteilung, die es ja auch da gibt, von Förderkulissen bei industriepolitischen Großprojekten nicht zwingend durchhalten müssen. Dass auch dort gibt es die Logik, dass in Europa bestimmte Ansiedlungssubventionen nur gezahlt werden, wenn die Region wirtschaftlich schwach ist. Das heißt, weite Teile Deutschlands sind ausgenommen davon, dass sie im Wettbewerb der kommenden Industrien mithalten können. Aber da, meine ich, müssen wir auch bereit sein, die Stärken zu stärken, nicht nur die Schwächen auszugleichen, weil die eigentliche Wettbewerbssituation bei diesen Techniken, Halbleitern, vielleicht Spitzentechnologie bei AI, bei dem Hochlauf der Green Technology nicht so sehr zwischen Spanien und Portugal oder Deutschland und Frankreich ist, sondern zwischen Europa, China und den USA. Zu den Unterschied würde ich machen. Welche Techniken brauchen wir für die eigene Wirtschaftssicherheit, möglicherweise die Sicherheit insgesamt? Da würde ich raten, dass wir nicht
Kohäsionspolitik darüber betreiben, sondern uns tatsächlich von der Sicherheit aus bewegen und welche Region dort unterstützen kann, sollte nicht gebremst werden. Bei der Angleichung der Lebensverhältnisse wiederum macht es umgekehrt Sinn zu fragen, ob die Fördergelder immer klug genug ausgegeben sind, wenn die Lebensverhältnisse schon angeglichen sind. Darauf zielt ja der Bericht, dass wir treffgenauer und zielgenauer werden. Aber noch die Frage nach den Zöllen. Das Verfahren ist so, dass die Zölle ab morgen nicht physisch erhoben werden. Ab morgen gelten sie. Die Unternehmen müssten sozusagen sie bilanziell nachweisen, aber eingesammelt werden sie erst ab November. Also sie werden fällig erst ab November. Und diese Zeit, meine ich, muss genutzt werden, dass die eine politische Lösung, eine Verhandlungslösung erreicht wird. Und ob es dazwischen einen Raum von Diplomatie gibt, also wenn man sagt, guck, jetzt einigen, wir sind auf einem guten Weg der Einigung, wir schieben nochmal das Datum ein Stück weit, da würde ich mich nicht dagegen verwehren. Das muss aber dann sozusagen vom realen Fortschritt abhängig gemacht werden. Aber wichtig ist, dass das richtige Kassieren der Zölle erst ab November kommt. Es ist quasi jetzt so, dass Autos, die jetzt geliefert werden, jetzt nach Europa kommen, die werden quasi jetzt schon mit der Berechnung von Zöllen besehen werden. Gezahlt werden müssten sie erst später. Und entsprechend gibt es auch noch einen Korridor von einigen Monaten einer politischen Lösung. Darauf würde ich dringen, dass der auch wirklich genutzt wird und jetzt nicht Excel-Tabellen ausgetauscht werden, sondern eine politische Lösung herbeigeführt wird. Ich habe es ja mehrfach gesagt, wir können erstens nicht zulassen, dass es kein Level-Playing-Field gibt. Wir können uns die Märkte, gerade Deutschland hat ein hohes Interesse, dass die Märkte nicht zerstört werden durch nicht WTO-konforme Regeln und Subventionen. Da müssen wir auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Und zweitens hat Deutschland kein Interesse daran, dass es einen Wettlauf von Zöllen gibt und die Märkte dadurch dann fragmentiert werden. Das Interessante ist China im Grunde auch nicht. Auch China ist ein Land, das Exporte hat. Und wenn das mal verstanden wird, wenn man die jeweilige Sichtweise der anderen Seite ernst nimmt, dann gibt es einen guten Korridor einer Lösungsmöglichkeit. Darüber reden wir intensiv mit der Kommission und mit den Chinesen auch. Frau Kollegin, bitte. Ich hätte passend zum Abschluss noch mal eine kurze Frage zu den konkreten Ableitungen des Berichts. Sie haben ja gesagt, Sie wollen nochmal die Förderlandschaft anschauen, aber wir haben ja gesehen, gerade bei der Wahrnehmung zur Infrastruktur gibt es noch, ich sag mal, großen Raum zur Verbesserung. Inwiefern werden die dafür zuständigen Ministerien dafür zur Verantwortung gezogen, da vielleicht konkrete Ziele zu definieren? Werden oder müssen Sie sich vielleicht auch dazu äußern und etwas anpassen? Was ist da die Reaktion dieses ja durchaus sehr umfangreichen Berichts jetzt? Na, wir haben ja, Herr Habeck hat ja schon darauf hingewiesen, dass jetzt die Workshops beginnen. Jetzt beginnt dieser Prozess, dass wir diese Extrakte da rausziehen und die notwendigen Schritte dafür auch empfehlen. Für die Förderstruktur ist völlig klar, wenn wir sehen, es greift, dann werden wir da weiter investieren. Wenn wir sehen, das ist nicht so sinnvoll, in manche Projekte oder in manche Orte in diesem Projekt zu investieren, dann werden wir die notwendigen Schlüsse daraus ziehen. Bisher haben wir, das ist das Erfreuliche an dem Bericht, gesehen, dass unsere Projekte sehr gut greifen, dass wir auf richtigem Weg sind damit, aber wir ziehen jetzt erst die konkreten Schlüsse daraus. Jetzt beginnt dieser Prozess, dass all das ausgewertet wird, in Workshops aufgearbeitet wird und dann hat das natürlich Auswirkungen auf viele Ressorts und Maßnahmen. Also. Ich würde gerne mit einem konkreten Beispiel schließen, das nicht im Bericht steht und nicht diskutiert ist, aber vielleicht verdeutlicht, wohin der Gedanke gehen kann. Sie wissen, dass ich im Norden Deutschlands wohne, dicht an der dänischen Grenze und dass die skandinavische Sozialpolitik, die natürlich auch ihre Transfers hat, aber eigentlich von der Infrastruktur ausgeht und von der gemeinsam geteilten Infrastruktur, also den öffentlichen Räumen, den gemeinsam genutzten öffentlichen Räumen ihren Sozialstaatsgedanken ableitet. Also was ist das Besondere an Kopenhagen? Alle sagen die Radwege, aber die Radwege sind nur ein Beispiel davon, dass der öffentliche Raum von Radwegen über Spielplätzen, über Schwimmbäder, die in der Stadt sind, gemeinsam genutzt wird. Da geht Geld rein und die Identität der Menschen bildet sich über diesen öffentlichen Raum. Als meine Kinder noch klein waren, haben wir häufig Handball gegen die nördlichen Nachbarn gespielt.
Und der ländliche Raum in Dänemark, also in Süddänemark, ist genauso strukturschwach wie in Deutschland an einigen Stellen. Was mir aber sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass diese Kommunen in Dänemark die bröckelnde Infrastruktur, soziale Infrastruktur, so konterkariert haben, dass sie, die haben das damals Kulturzentren genannt, dass sie die Handballhalle, den Indoor-Spielplatz, die Bibliothek, ein Café und gleichzeitig eine Sitzecke für Jugendliche, wo ein super WLAN war, unter einem Dach gehabt haben. Mit dem Resultat, dass die Kinder links Handball gespielt haben, die älteren Jugendlichen in den Loungen gechillt haben und da ihre Sachen gemacht haben. Die auch noch Lust auf Bücher hatten, konnten gleich nebenan hingehen und die Eltern haben Kaffee getrunken. Und das ganze Dorf hatte sich, es hat geregnet, es war graues Schiedwetter und mein Eindruck war, trotzdem gab es einen gemeinsamen Raum. Ob das ein probates Mittel gegen einen grassierenden Populismus ist, das weiß ich nicht genau. Aber es ist ein kluges Konzept, Infrastruktur zu halten, indem man verschiedene Synergien hebelt. Ob die Programme in Deutschland das jetzt schon hergeben oder ob wir Sonderprogramme brauchen für sowas oder anderes, das werden wir herausfinden in den Workshops. Schönen Dank. Die letzte Frage an die Kollegin. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, Herr Habeck. Also eine Erzählung in diesem Bericht ist ja, nicht jede Region, die sich für benachteiligt hält, ist es tatsächlich auch in allen Bereichen. Das gilt insbesondere für Ostdeutschland auch. Wenn ich den Bericht aber jetzt so lese, finde ich dann doch wenig Handfestes, was wirklich besser ist im Osten. Also ich finde die bessere Bezahlung von Frauen, ich finde die besseren Kita-Plätze. Sie haben von der Dynamik, also den Zuwachsraten gesprochen. Aber ist nicht das Gesamtbild eigentlich so, dass der Osten de facto bei den harten Zahlen wirklich sehr viel schlechter dasteht und mit Blick auf die Demografie auch die Zukunftsperspektiven für einige Regionen wirklich schlecht sind? Ich finde, der Spin, den Sie uns geben, ist irgendwie positiv, aber trägt der Bericht das wirklich? Der Bericht trägt das und erzählt das, wenn man von den harten Zacken ausgeht. Er räumt ein, und das habe ich ja auch getan, dass einzelne Sektoren, und die können dann aber die Realität des Aufholens, der Gleichwertigkeitsverhältnisse, der Angleichung der Lebensverhältnisse überbieten, also dass man eine andere Wahrnehmung hat, weil die Zukunft schlechter aussieht. Auch das gibt der Bericht wieder, gebe ich gleich noch einmal, dass die Zukunftsängste wirklich enorm sind da drin, überbieten. Insofern zeigt der Bericht, dass wir eigentlich entlang der Arbeit, die eine politische Gemeinschaft schaffen kann, gut vorangekommen sind. Also, dass tatsächlich die strukturschwächeren Regionen, die benachteiligten Regionen deutlich aufgeholt haben und in Teilen sogar besser sind als diejenigen, die sich besser fühlen. Dass aber die Ängste und die Sorgen für die Zukunft, Herr Jung hat ein paar Punkte angesprochen, deutlich größer sind. Und dieses Auseinanderklaffen, das war ja der Versuch zu sagen, das kann man analysieren entlang diesem Bericht. Und das ist der politische Auftrag für weitere Arbeit, denke ich. Dann bedanke ich mich für heute, bedanke mich bei meinen Gästen, bei den Kolleginnen und Kollegen und wünsche einen schönen Tag und lade ein, zur Regierungspressekonferenz zu bleiben.